Der Todesreiter von Ardiman. In den schattigen Gefilden von Morawod, südlich von Geltin, erstreckt sich die malerische Hafenstadt Parinov. Doch hinter der Idylle lauert eine düstere Bedrohung. Ein verdorbener Naturgeist hat seine finsteren Klauen nach der Stadt ausgestreckt und nur eine Gruppe mutiger Abenteurer konnte ihn einst abwehren. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn Anzeichen deuten darauf hin, dass die Ursache des Angriffs noch immer lauert, unsichtbar wie ein Schatten. Die Suche nach neuen Helden beginnt. Zwar ist die Reise nach Ardiman durch das kalte Land Morawod kurz, und doch wächst mit jeder Meile des Weges in die tiefen Wälder die Anspannung. Die Begegnung mit der einheimischen Bevölkerung ist sonderbar, mysteriös und seltsame Andeutungen gelangen an das Ohr der Gruppe. Als die mutigen Recken das Dorf Ardiman erreichen, stellt sich heraus, dass die Lage dort weitaus komplizierter ist als gedacht. Die Einwohner wirken merkwürdig apathisch, die Hausgeister sind verschwunden und im Wald rund um Ardiman ereignen sich sonderbare Phänomene. Ein düsteres Rätsel beginnt sich zu entfalten und die Fragen häufen sich. Ist der legendäre Reiter ohne Kopf real? Oder nur ein Schreckensmärchen? Die Helden müssen jeden Funken ihrer Entschlossenheit und Klugheit zusammennehmen, um die Puzzleteile richtig zu setzen. In den vielfältigen Anderswelten von Morawod finden sie Hinweise und Hilfen, die ihnen ermöglichen, Ardiman vor seinem dunklen Einfluss zu befreien. Doch die Zeit drängt, denn der Naturgeist ist mächtig und unberechenbar. Mit jedem Schritt der Reise steigt die Gefahr und das Finale verspricht eine atemberaubende Wendung. Wird es den Helden gelingen, den mächtigen Naturgeist nicht nur zu besänftigen, sondern sogar zu einem Verbündeten zu machen? Die Belohnung für ihren Mut und ihre List könnte weit über ihre kühnsten Träume hinausgehen. Doch auf ihrem Weg lauern Gefahren, die ihre Scheitern bedeuten könnten. Nur diejenigen, die sich der Herausforderung stellen und alle Geheimnisse lüften, können die wahren Helden von Morawod werden. In diesem Heft erwartet dich und deine Gruppe ein mitreißendes Fantasy-Abenteuer für die 5. Regeledition des Rollenspiels Midgard. Du wirst gemeinsam mit 3 bis 7 wagemutigen Abenteurern der Grade 15 bis 22 in das geheimnisvolle Fleckchen Ardiman in Morawod geführt. Doch sei gewarnt, denn hier erwarten euch die Tiefen der moravischen Wälder, finstere Naturgeister und ein geheimnisumwobener kopfloser Reiter. Tritt ein in dieses spannende Abenteuer und stelle dich den Gefahren, die in den Schatten lauern.